ich bin das Konkurrent, denn das ist ein Sprengstoff. Von denen habe ich schon mal welche gesehen, aber eigentlich kenne ich keinen. Die Musik hat alle bewegt, das ist doch ganz natürlich. Hier in Urgel hat früher mein Vater gewohnt. Er warnte mich, misch dich dort nicht ein, das ist doch Mist, man wird alle verhaften. Er hat mir sogar einen Fluchtweg geschrieben. Ist es leicht, jung zu sein? Von denen, die einen Platz im Leben suchen. Du bist kaum wiederzuerkennen. Wie ist es jetzt nach einem halben Jahr? Erst dachte ich, die Unteroffizierschulung wird schrecklich. Natürlich war das schwer, anfangs ungewohnt und weit weg von daheim. Wie denkst du jetzt über das Konzert? Wäre es das jährliche Sängerfest gewesen, hätte man gesagt, alles ist normal. Vom Konzert sagen jetzt alle, die Kids spielen verrückt, machen schlimme Sachen. Du warst so in Fahrt, dass ich dich ständig filmen musste. Ich war begeistert, es war außerordentlich. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich hoffe, ich werde eines Tages leitender Agronom. In diesem Beruf sehe ich meine Herausforderung. Agni, du hörst jetzt andere Musik als früher? Ja. Ja, so ist es. Nein, von Zeit zu Zeit hören wir dieselbe Musik, meine Tochter und ich. Ich fühle mich wie ein Tier. Im Verhalten, in Bezug auf die Umgebung fühle ich mich noch wie ein Tier. Doch bin ich nicht so reif, wie einer sein sollte. Mir schien, dass unter den 5000 eine explosive Stimmung herrschte, als ob ihr etwas herauszuschreien hättet. Wenn man euch Gelegenheit gäbe, zu sagen, was mit euch ist, und wir endlich bereit wären, zuzuhören, ohne Belehrungen und ohne Zensuren zu verfallen, und du mir vertrauen würdest. Ihr seid aufgewachsen, da war die Stimmung in der Welt anders. Die Nachkriegszeit war wohl schwerer, der Staat war neu entstanden, wie man so sagt. Heute gibt es nichts, wonach man streben könnte. Wir versuchen uns eben die Zeit zu vertreiben. Aber dir fehlt doch jetzt nichts. Nein, nichts. Ich habe alles, das ist wahr. Wenn euch was fehlte, habt ihr versucht, es zu erreichen. Doch jetzt weiß ich nicht, nichts könnte uns zurückhalten, wovor auch immer. Ich denke nicht drüber nach, was vor mir liegt. Vielleicht tue ich es, wenn ich aus der Armee zurück bin. Zurzeit suche ich nach Unterhaltung und Zerstreuung, so gut ich nur kann. Glaubst du nicht, dass du Zeit verlierst? Viele sagen, dass wir mit der Freizeit nichts anzufangen wissen. Ich jedenfalls bin davon überzeugt, dass ich meine Zeit nutze. Vielleicht nicht so, wie man es gerne sähe, aber ich nutze sie. Sitze am Wochenende nicht zu Hause, wo es mir nicht gefällt. Besuche lieber Partys. Im Sommer gehe ich zelten, fahre im Boot Stromschnellen herunter. Zu Hause sitzen mag ich nicht. Wir suchen sozusagen nach Abenteuern. Findet ihr die? Natürlich, mehr als genug.
spiež vienkārši tieši tā gribēšana būt tajā draugu pulkā. Tu negribētu no viņiem atbraukties. Madernieks Reiter, Sie haben die Anklage vernommen und auch verstanden. Bekennen Sie sich schuldig? Yourself, Herr Weinig, als ist es? Völlig. Bekennt völlig. Madernieks Sie Juli. Und Sie? Als ist es? Ja, völlig. Anerkannt. Fassen Sie sich nun, um weitere Erklärungen abzugeben. Er fragte mich, ob ich gehört habe, was in Urgle mit dem Zug geschehen sei. Ich sagte, Sohn, ich weiß nichts Genaues, ich habe nur die Leute reden gehört und fragte, was hat es mit dir zu tun? Dann erzählte er, sie hätten das Konzert besucht, danach wären alle zum Zug gerannt. Der war fürchterlich voll, ich fand keinen Platz, zwängte mich rein und Mutter, die Hauptsache, sagte er, ich habe zwei Lampen zerschlagen. Ich sagte, Sohn, warum hast du nicht darüber nachgedacht, dass du das wirst verantworten müssen? Hast du das wirklich nicht verstanden? Er sagte, Mama, in diesem Augenblick, in dieser Horde Jugendlicher, bei der Lautstärke und all der Ausgelassenheit, habe ich nicht begriffen, dass ich dir wieder Sorgen bereiten würde. Jauniešu un barā, saucienos un tajā strakumā visat, es neaptrēju, ka es varu tev atkal izraisīt sāpes. Am 6. Juli 1985 besuchten die minderjährigen Angeklagten, wie auch der volljährige Blorinch, das Popkonzert der Band des Kolchos Sowjetisches Lettland. Um 23.30 Uhr begaben sie sich zu Bahnhof Urgl und setzten sich in den Zug Nummer 6501 nach Riga. Als der Zug losfuhr, begannen die Jugendlichen laut und ausgelassen zu singen und riefen Losungen, darunter Licht aus, Licht aus. In dieser Situation begannen der Fahndung entgangene Personen, den Wagen zu demolieren. Sie schlugen Fenster ein, schraubten Beleuchtungskörper heraus, zerschlugen diese, warfen sie zum Fenster hinaus und erzeugten einen Gesamtschaden von 5067 Rubeln und 15 Kopeken. Seht ihr das auch so, dass gerade ihr sieben die Schuldigen seid? Das ist blöd, blöder geht es gar nicht und wir können wieder nichts dagegen tun. Da ist das Gericht, seine Mitarbeiter, der Apparat. Die können bestimmen, wer schuld ist und wer nicht. Waren da nicht mindestens 150 andere, die alle beteiligt waren? Na mindestens. Wie sieht es dann mit deren Gewissen aus? Warum seid ihr nun die Sündenböcke? Weiß ich nicht. Auch nun gerade ich wurde erwischt, man hat mich einfach reingelegt. Es war ja so, dass irgendjemand ausgesagt hat, ich sei dabei gewesen. Da kann man nichts mehr tun. Leugnen wäre blöd gewesen. Ich weiß schon, wer alles dabei war von denen, die draußen frei herumlaufen. Ich könnte alle beim Namen nennen. Dadurch würde vielleicht die Strafe geringer. Mache ich aber nicht. Eine Zeit lang war ich mit den gleichen Jungs befreundet, bleichte selbst mein Haar als Schüler. Es hieß, einer sei den Punks beigetreten, so wurde daher geredet. Die Jungs haben sich eigentlich kaum weiterentwickelt, wie mir jetzt scheint. Nichts blieb übrig. Keine Perspektive, kein Ziel?
gab's nicht, nein, kein Ziel. Naja, ein bisschen herumtoben, nur so zum Spaß, verstehen Sie, gut gelaunt herumziehen. Alle hatten Lust, was zu unternehmen, irgendwas kaputt machen, und dann tut man's auch, klar. Wäre gut, was umzuschmeißen, hieß so ein Spruch. Dann zieht man los und tut's, und das war's dann. Verstehe. Wie kommst du damit klar? In der Schule bist du ein vorbildlicher Schüler und hier draußen? Ja, das ist schwierig. Setzt ihr dann eine Maske auf, wenn ihr zur Schule gehen müsst? Ja. Hundertprozentig, ja. In der Schule bin ich der eine, draußen unter meinen Freunden ein völlig anderer. Wäre ich in der Schule wie draußen, wäre ich kaum so weit gekommen. Was hältst du überhaupt für erstrebenswert? Keine Ahnung. Naja. Eine Frau. Heiraten will ich bestimmt. Eine ordentliche Familie haben. Auch eine interessante Stellung. Und nicht, dass ich es angeben will, aber viel Geld, das braucht man. Der Mensch braucht Wohlstand. Nicht zu viel davon, damit ihm noch was fehlt, wonach er streben kann. Viel Geld, wie viel soll das sein? Ich sage, wie es ist, mir reicht es nicht. Wie viel müsste ich dir besorgen? So viel, um ein normales Leben führen zu können. Für ein Auto? Was noch? Wohnung? Was noch? Kleidung? Ist es alles? Ein Ferienhaus. Fürs richtige Leben braucht man das alles. Ich möchte am Polytechnischen Institut studieren, danach zum Geldverdienen 4 Jahre zum Straßenbau nach Tjumen in Sibirien und danach ruhiger leben, am Institut arbeiten. Im Prinzip möchte ich ruhig leben können. Lohnt sich's denn dafür zu leben? Weiß ich nicht. Naja, arbeiten, das geht. Ich wüsste nichts, wofür ich mich aufreiben könnte, zu kämpfen bereit wäre. Ganz im Ernst, ich habe kein Ideal. Was weißt du von den lettischen Schützen? In einem Buch aus der Vorkriegszeit mit dem Titel Das lettische Volk auf der Flucht habe ich gelesen, die lettischen Schützen hätten gegen die Deutschen gekämpft. Patrioten, zum Sterben bereit, beste Soldaten, stets bereit, ihr Leben zu geben. Daran erinnere ich mich. Genaueres darüber, was weiter geschah, weiß ich nicht.
es atceros principā, ne? Un tā sīkāk tur, es nezinu, nu, nezinu, kas tur ir bijis tā. Un aus der Schule? Der Schule? Nein, auch nichts Besonderes. Zu lesen ist, das lettische Schützen Lenins Kremlwache bildeten. Und dann war da noch was. Was war das? Kannst du sie dir als heute lebende Menschen vorstellen? Als heute lebende Menschen? Als deine Urgroßväter? Nun, schwerlich. Für mich ist das eine vergangene Zeit, die meiner Generation nichts mehr bedeutet. Wie schnell der Riss entstanden ist, das ist erst drei Generationen her. Dass ihr jung seid, kann keine Ausrede sein, denn auch die Schützen waren mal genauso jung. Gut, ich kann den Vergleich verstehen. Die Schützen wussten, wofür sie lebten und kämpften. Heute aber ist alles da, was man braucht, und es gibt nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Woran denkst du während der Wachzeremonie am Schützendenkmal? Nur, dass ich ordentlich zu marschieren habe. Manchmal fragst du dich, wofür das alles? Vorübergehende sehen dich als komische Figur. Das stört mich nicht. Aber vom Sinn des Ganzen wird nicht geredet. Jeder, der mich sieht, glaubt, ich wüsste schon, warum ich dort stehe. Das Ganze hat zu viel Kalk angesetzt, aber meine Generation wird daran wohl nichts ändern können. Für Gewissenhaftigkeit, Standhaftigkeit und Ausdauer, die ihr bei der Ausübung der Ehrenwache auch bei schlechter Witterung gezeigt habt, danken wir dem gesamten Personalbestand. Auf Wiedersehen, Genossen. Hat Madanix seine Schuld bekannt? Ja, innerlich. Die Schuld zu bekennen ist ja sehr unangenehm, wenn man auf gleichaltrige Freunde überzeugend wirken möchte. Dann wäre es also richtiger, man sagte, Madanix habe bei jener Zusammenkunft vor den anderen keine Reue gezeigt. Was Sie sagen, kann man so oder auch anders auslegen, wenn Sie hier nicht genauer aussagen. So wurde es bestimmt nicht dargelegt. Wie empfanden Sie es selbst, Sie als Meister? Hat er es bereut oder nicht? Innerlich hat er es schon bereut, aber er wollte es nicht zeigen. Nun zu Ihnen, Glodinsch, bekennen Sie die Schuld? Nein, nur so viel. Ich lag da, etwas traf mich am Kopf. Den Kopf und dann? Ich stand einfach auf. Und Sie fassten nach dem Stück? Ja. Und wo taten Sie es hin? Ich warf es weg. Wohin? Nun, einfach weg. Und es flog zum Fenster raus, zufällig. Und der Durchzug riss die ganze Sitzbank raus. Nicht die Bank. Es war ein kleines Stück Schaumgummi. Ein Stückchen Schaumgummi. Das Einschlagen des Fensters gestehen Sie nicht ein? Nein. Somit kann gefolgert werden, dass Sie 5000 Rubel Schadenersatz auch nicht anerkennen. Menschen, die darauf vertrauen, was aufgeschrieben steht und danach urteilen, verstehe ich nicht. Eine Zeremonie gab es in der Bahn und hier gab es die andere. Ich vermag da keinen Unterschied zu erkennen. Da wurde etwas zerstört, vernichtet, unwiderruflich. In einem Fall Material, im anderen Moral. Wie kann es möglich sein, dass 7 die volle Schuld zu tragen haben, wenn weitere 30 oder 100 Fälle ungeklärt bleiben? Man hat nicht alle erwischt, deshalb mussten 7 herhalten. Tas sadūras ir tāds, un tu
cik ļoti man saka pareizs vārds un es noticu un es... In letzter Zeit wurde ich häufig eines Besseren belehrt. Ich empfand Reue und Schuld und versuchte mich zu bessern. Und dann später trifft mich die Erkenntnis wie ein Schlag in die Schnauze, dass derjenige, der mir so gut zu raten verstand, wie ein Pharisäer selbst dagegen verstößt. Das hat zu all dem geführt, was wir nun erleben, zum schrecklichen Duckmäusertum in der Gesellschaft und bei der Jugend. Ducken tun sich allzu viele. Jetzt nur nichts unternehmen heißt es und es gibt nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wir schaffen es sowieso nicht. Wie ein Stein, der bald abrollt und stellt man ihm nichts in den Weg, dann wird eine Lawine daraus. Ich weiß nicht, wie man Schlittschuh laufen lernt, ohne aufs Eis zu knallen. Sich gegen alles absichern, stets an der Leine gehen. Es gibt hier eine Leine, den kommunistischen Jugendverband, und eine zweite, die gute Ausbildung und gute Familienverhältnisse. Aber wahr ist, wir haben zu kämpfen und dazu seid ihr unfähig. Und zu dieser Unfähigkeit wollt ihr uns auch noch erziehen. Seit Smolensk, geboren 1968, ist aufgrund des Paragraphen 38 des Strafgesetzbuches der Sowjetrepublik Lettland des Verbrechens schuldig befunden. Er wird zur Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt, die auf 1 Jahr zur Bewährung ausgesetzt wird, bei der Auflage, dass er die Berufsschule erfolgreich absolviert und danach ins Berufsleben eintritt. Aufgrund der Paragraphen 299 und 301 beschloss das Gericht, Raimonds Blolensk, geboren am 8. Dezember 1966, zur Freiheitsstrafe von 3 Jahren unter verschärften Bedingungen in einer Strafkolonie zu verurteilen. Die Angeklagten Svilans, Lesnes, Madanieks, Lied, Blolensk, Denschenok und Lienberg sind verurteilt, eine Geldstrafe in Höhe von 5.408 Rubeln und 89 Kopeken zugunsten der baltischen Eisenbahnen zu bezahlen. Haben die Angeklagten das Urteil verstanden? Nur die Festnahme. Bitte führen Sie den Verurteilten ab.